vier Fehlerschwerpunkte bei der Wahl. Das erste ist im Wahllokal bei der Auszählung selber. Das zweite ist bei der Übermittlung der Daten. Das dritte ist bei der Konsolidierung der Daten. Und das vierte ist bei der Briefwahl. Ja. So, ich führe es aus. Punkt 1. In den Wahllokalen kann es, wenn die Leute den ganzen Tag da gesessen haben und abends schnell nach Hause wollen und die dann mit viel Papier konfrontiert sind, je nach System, die die machen, Erststimmen, Zweitstimmen gleich auf den Stapel, ein anderer Stapel, Erststimme hier und Zweitstimme abweichen, da passieren hinter vielen Leuten bei der Konsolidierung Probleme. Ich will jetzt gar nicht mal einen Betrugsversuch unterstellen, aber wenn ein Zettel einmal auf einem Stapel gelandet ist, dann wird er in der Regel nicht mehr kontrolliert, dann wird er hinterher nur noch als abgegebene Stimme für CDU, SPD oder für sonst wen gewertet. Mhm. Da guckt keiner drauf. Das heißt, dem kann man vorbeugen, indem man in die Wahllokale geht und den Auszählern über die Schulter guckt. Ist auch so, dass die Auszählung öffentlich ist. Das heißt, da braucht man auch nicht die Genehmigung des Wahlleiters vor Ort zu. Man geht dahin, wenn man angesprochen wird, sagt man, ich möchte die Auszählung beobachten. Man darf die Auszähler nicht behindern und muss den Weisungen des Wahlleiters vor Ort Folge leisten. Wenn er sagt, stellen Sie sich mal darüber, dann darf man da nicht im Weg stehen bleiben. Aber grundsätzlich ist die Auszählung öffentlich. Da würde ich zu aufrufen, dass jeder, der die Zeit hat, 18 Uhr, wenn die Wahllokale schließen, in sein Wahllokal oder ein Wahllokal seiner Wahl zu gehen und der Auszählung beizuwohnen. Mhm. Und gucken, dass die richtigen Zettel auf den richtigen Stapel gelegt werden, richtig zusammengezählt wird und das korrekte Ergebnis festgestellt wird. Das ist Punkt 1. Ja. Da passieren auch sehr viele Fehler, wenn Sie mich persönlich fragen, dass, ich sag mal, wer geht oder wer stellt sich grundsätzlich zur Verfügung? Das sind viele städtische Beamte, die da Freizeitausgleich für kriegen und viele politisch interessierte Bürger. Und politisch interessiert heißt auch, dass die einer politischen Richtung zuzuordnen sind. Ja, ja, nee, das ist mir alles klar. Gut, okay. Und dass da mal die Versuchung wahrscheinlich bei dem einen oder anderen besteht, ein Wahlergebnis zu beeinflussen im Rahmen seiner Möglichkeiten, will ich jetzt nicht ausschließen, um mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Also hingehen, gucken. Die zweite Möglichkeit, die starke Fehlerquellen birgt, ist die Übermittlung. Und zwar vom Wahllokal zum Wahlleiter und bei der Konsolidierung des Wahlleiters. Das erste ist, im Wahllokal, wenn das Ergebnis festgestellt worden ist, dann wird dieses Ergebnis von dem Wahlleiter vor Ort übermittelt an den Kreiswahlleiter. Ja. Das erfolgt in der Regel telefonisch. Dann ruft er da an und sagt, CDU 476 Stimmen, Erststimmen, gibt die Ergebnisse einmal durch. Wir haben schon Fälle erlebt, wo sich Wahlleiter zurückgezogen haben im Nachbarraum, aus welchen Gründen auch immer, und dann Ergebnisse übermittelt haben. Das ist eine riesige Fehlerquelle. Der hat diese Meldung vor allen anderen zu machen. Und da darf auch jeder mithören. Wenn der anruft und die Ergebnisse übermittelt, dass man guckt, dass das richtig geschieht und auch, dass man hinterher nochmal hört, dass das quittiert wird, also wie im militärischen Funkverkehr, eine Ansage und eine Quittung davon. Okay. Dass also bei dieser Übermittlung keine Fehler passieren. Wenn die Wahl öffentlich ist, ist darf ich dann auch zum Kreiswahlleiter hin und sagen, hier, ich möchte gerne mal hören, was Sie jetzt da gehört haben. Müsste da auch möglich sein eigentlich, oder? Ja, selbstverständlich, klar. Also größte Transparenz, viele werden da nervös oder hatten das so noch nicht. Man sagt, hören Sie mal zu, die Wahl ist öffentlich und ich würde gerne der Übermittlung zuhören. Oder wollen Sie das nicht vorsichtig dann fragen, vor Ihren Kollegen hier der Zählkommission machen? Also ich spreche jetzt nicht vom Bezirk, also vom Wahllokal, sondern vom Kreiswahlleiter jetzt. Ich habe es jetzt so verstanden, dass der Bezirksleiter an den Kreis mitteilt und der dann ans Land mitteilt. Habe ich es richtig verstanden? Ja, das ist richtig. Also da sind nochmal die nächsten Fehlerursachen. Also erstmal vom Wahllokal, dass man dazu hört, dass die Übermittlung stimmt und idealerweise die Ergebnisse dann auch abgleicht auf der Internetseite. Der Länder werden die Wahlergebnisse bis aufs Wahllokal runtergebrochen veröffentlicht, dass man die Ergebnisse, die im Wahllokal festgestellt worden sind, die man sich da mitgeschrieben hat, dass die noch festgehalten werden. Herr Keuter, ich habe mal eine Frage. Darf ich das Gespräch aufzeichnen? Ja, kein Problem mit. Gut, wunderbar. Also wir waren bei der Übermittlung. Richtig. Und es ist
ungewöhnlich, wenn ich für den Wahlkreisleiter oder für den Landeswahlleiter, wenn ich dorthin gehe und sage, ich hätte gerne auch mitgehört, was Sie da jetzt hören, Ja, ja? Aber es ist ja öffentlich. Eigentlich hätte ich das das Recht. glaube ich. Eigentlich, ich würde auch sagen, also den Fall hatten wir selber noch nicht. Ich würde sagen, das Recht hat man, den einfach anzusprechen. Sagen, hören Sie mal zu, ich würde mir das gerne anhören oder angucken. Da würde ich aber im Vorfeld mal Kontakt aufnehmen. Ja. Den Fall hatte ich noch nicht und kann ich auch juristisch nicht bewerten. Ich weiß nur, dass die Wahlleiter in den Wahllokalen vor Ort verpflichtet sind, eine Öffentlichkeit herzustellen und man auch dieser Übermittlung zuhören darf. Diese Ergebnisse würde ich mir auch mitschreiben und dann auch in dem veröffentlichten Bericht beziehungsweise den Ergebnissen im Internet einmal abgleichen. Jetzt, So, das ist, Sie hatten 4 Punkte. Ich hatte Sie da ja, unterbrochen. das war der Punkt 1. Der Punkt 2, also Punkt 1 war gucken, dass richtig ausgezählt wird, die richtigen Zettel auf den richtigen Stapeln landen und hinterher richtig zusammensummiert wird. Punkt 2 ist die Übermittlung der Ergebnisse. Einmal aus dem Wahllokal auf zunächst höheren Ebene, aber dann auch Kumulierung auf Bezirks- beziehungsweise auf Landeswahlleiterebene, also Kreiswahlleiterebene, Landeswahlleiterebene. Da habe ich keine Erfahrung mit, wie sich das hier verhält, bei Auszählung oder bei Kumulierung, also nicht bei Auszählung, sondern dann bei den Kumulierungen dabei zu sein. Meines Erachtens nach, weil diese Wahl ja öffentlich ist, sollte das auch möglich sein. Ich würde da gegebenenfalls beim Landeswahlleiter mal anfragen. Hören Sie mal zu, wir würden gerne einen Beobachter stellen. Sehen Sie irgendwelche Bedenken und wie kann sowas ablaufen, dass man es das im Vorfeld einmal kommuniziert. Weil das nächste ist, es gibt ja die Möglichkeit von einer IT oder wenn auf Ergebniszetteln zusammengerechnet wird, dass falsch aufgetippt wird, dass sie verschwinden oder falsch zugeschlagen werden. Dieses Ergebnis hatten wir in Nordrhein-Westfalen Stimmen, die für die AfD-Wahlen komischerweise bei so einer Migranten-Wählervereinigung AW auftauchten, dass sie einfach bewusst oder fehlerhaft einer falschen Partei zugeschlagen worden sind. Ja, ich habe die Pressekonferenz mir angesehen. Es ging Okay. um 2204 Stimmen. Und Ja. ich habe es nicht ganz verstanden aus der Pressemitteilung. Was war mit diesen 2204 Stimmen jetzt genau? Was war damit? Das war ja nur eine kleine Sache, so habe ich es verstanden, die Sie bemängelt haben. Ja, der Landeswahlleiter hatte aufgrund unserer Beschwerde einige kritische oder hat die Kreiswahlleiter aufgefordert, Ergebnisse zu überprüfen auf Plausibilität und gegebenenfalls auch nachzuzählen. Das geschah aber noch auf freiwilliger Basis. Und Okay, daraufhin nochmal, Herr Keuter, das war rein freiwillige Basis, dieser das ist richtig, das an die Wahllokale, die da angesprochen wurden. ja, das war rein freiwillige Basis und aufgrund der Anfrage oder des Hinweises des Landeswahlleiters ist es bereits zu dieser Korrektur gekommen. Wir haben aber noch andere Fälle gehabt und wir sagen, diese Ungereimtheiten, die bereits aufgrund dieser freiwilligen Selbstüberprüfung und unserer Verdachtsfälle sich ergeben, sind keine normalen Abweichungen mehr, sondern das ist ein systematischer Fehler. Und wenn ein System dahinter zu erkennen ist, und das nicht nur Einzelfälle sind, dann müsste eigentlich der Landeswahlleiter neu auszählen lassen, weil wir sind relativ sicher, dass ein deutlich verändertes Ergebnis noch in den Urnen ist. Die Urnen sind zu, die sind versiegelt, an die Wahlzettel kommt man nicht dran. Dazu bräuchte es eines Beschlusses, die aufzumachen und tatsächlich diese Landtagswahl neu auszählen zu lassen. Nochmal, Und Herr Keuter, ich habe es jetzt so verstanden, dass jetzt auch weil das ja regional unterschiedlich war, Sie haben jetzt diese 2204, was war das jetzt, also ich sag mal so, diese Zahl 2204, das war rein zufällig. Das haben nicht Sie gesagt hier von diesen bestimmten Wahllokalen, sondern das war rein, der Wahlleiter des Landes hat gesagt, wir möchten, bitte überprüfen Sie, und dann haben aus eigenem Antrieb quasi manche Wahllokale nochmal neu ausgezählt, und dann kam dann dieses Ergebnis, erstmal diese Sache, dann diese ja, nicht Veränderung unbedingt heraus. nur auch neu ausgezählt, auch teilweise Plausibilitäten überprüft, ja. Dass sie gesagt haben, AfD in dem Wahlkreis so und so viel Erststimmen und null Zweitstimmen, das kann nicht sein, dass man die Übermittlungsprotokolle abgeglichen hat und dass man gegebenenfalls auch nachgezählt hat. Aber wie gesagt,
auf freiwilliger Basis. Ja, Und ja. diese Auszählungen führten alle zu deutlichen Stimmenzuschriften bei der AfD und Verlust der anderen. Sodass man sagen kann, bei denen, die freiwillig ausgezählt haben, ist eine deutliche Verschiebung zugunsten der AfD festzustellen. Sodass wir daraus ein System abgeleitet haben und sagen, wenn das in dieser kleinen Anzahl der Wahlkreise so eklatant zugunsten der AfD verlief, wie sieht das dann aus, wenn man alle Bezirke überprüfen würde? Da hat dann der Wahlleiter gesagt, nein, nein, das sind Einzelfälle und das waren ja nur auffällige Bezirke, die dann freiwillig selbst überprüft haben. Und wir sagen, nein, dem ist nicht so. Und darum geht gerade der Streit. Macht man die Uhren neu auf, was macht man, zählt man komplett nach. Ist natürlich ein riesen logistischer Aufwand, ein Ansehensverlust des Wahlleiters und auch mit gigantischen Kosten verbunden. Okay. Also Sie haben ja auch in der Pressekonferenz damals, wenn Sie mir das Dokument auch zukommen lassen könnten, was Sie da, was Sie damals den Journalisten haben zukommen lassen, ohne diesen einen bestimmten Anhang 5, der da nicht zur Verfügung stand. Also was Sie öffentlich ja verbreitet haben, das wäre ganz gut. Ich habe die Pressekonferenz gesehen und da ging es ja auch darum, dass Sie mitgeteilt haben von diesen 2204. Was war das jetzt? 2204, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Stimmen, die zugunsten der AfD ausgewertet worden Das waren sind einzelne oder Stimmen, nachgewertet. 2204 einzelne Stimmen. Richtig, wenn wir gesagt haben, wenn bei X Wahlbezirken bereits 2204 Stimmen mehr für die AfD waren, Bei wie vielen wenn wir das. Wahlbezirken, sagen Sie, war das? Bei? Jetzt fragen Sie mich, ich bin gerade Okay, im Auto unterwegs, 70 oder also bei so, denen. war irgendwas. Okay, also das waren die reinen Stimmen. Okay. Richtig, das sind die reinen Stimmen. Wenn man sagt, wenn alleine bei, ich gehe mal von 70 aus jetzt, aber Sie sagten, bei 70 2200 Stimmen mehr zugunsten der AfD gekommen sind. Wie sieht das dann über das ganze Land aus? Und dann bewegen oder hätten wir uns in einem Bereich bewegt, der durchaus mandatsrelevant gewesen wäre. Sie haben ja nachgewiesen, dass ein Fehler allein bei diesen 2204 Stimmen, dass das eine Systematik hat. Das haben Sie mit Ihrem Mathematiker, einem Doktor der Richtig. Mathematik, haben Sie gesagt in der Richtig. Pressekonferenz, okay, hier, das ist nicht mehr rein zufällig. Das wäre wie ein Sechser im Lotto quasi, wenn das alles Zufall gewesen wäre. Ja? Also es wäre Richtig. quasi, ich kriege die Lottozahlen im Voraus und kann dann quasi so ungefähr. Ja. Okay. Und was ist jetzt da? Waren die vier Punkte, die Sie jetzt genannt haben, durch? Ich hab Nein, jetzt. Nein. es geht weiter. Der dritte Punkt ist dann diese Kumulierung, die wir hatten. Und der nächste Punkt ist die Briefwahl. Die Briefwahl ist ganz kritisch. Wir hatten in Essen mal den Fall, dass noch Säcke mit Briefwahlstimmen in der Universität Essen in einem Aufzug gefunden worden sind, weil da Studenten wohl mit auszählen sollten. Und die Briefwahlstimmen, die liegen irgendwo mehr oder weniger beaufsichtigt und werden dann zum Stichtag X geöffnet und ausgezählt. Sie Da sagen, immer mehr Moment, Moment, Herr Bürger. Keutert, Sie sagen, die Briefwahlzettel waren im Vorfeld an irgendeiner frei zugänglich an der Uni? Na, nee, nicht frei. Die sind da gefunden worden, Wochen nach der Wahl. Nach der Jetzt nicht bei der Wahl. Landtagswahl, sondern bei einer anderen. Ja, ungeöffnete Briefwahlstimmen, die so ins Ergebnis keinen Eingang gefunden haben, sodass sich daraus schließen lässt, dass mit den Briefwahlstimmen nicht sonderlich gründlich umgegangen wird. Und die Briefwahlstimmen, auch wenn eine Auszählung öffentlich ist, die werden meist irgendwo in der Universität oder sonst irgendwo ausgezählt. Und hier der dringende Hinweis nochmal, auch diese Auszählung ist öffentlich, dass man sich vorher bei den Wahlleitern darüber informiert, wo diese Briefwahlstimmen der einzelnen Kreise oder Wahlbezirke ausgezählt werden und dass man auch da als Beobachter hingeht und das Ganze beobachtet. Okay, haben Sie da Erfahrungswerte, wann diese Briefwahlzettel dann ausgewertet werden, ausgezählt Ja, werden? auch wenn die Wahluhren aufgehen, also wenn die Wahl zu Ende ist, Wahlsonntag 18 Uhr, dann werden diese Säcke oder diese Uhren, wo diese drin verwahrt worden sind, geöffnet und werden dann ausgezählt. Und diese Und mich Briefwahl, hatte jemand. diese Brief, Briefwahl, wird es schon geöffnet und sieht man dann schon vor der Wahl? Ich habe Nein, keine. sieht man nicht. Sieht man nicht, Nein, die sind was gewählt wurde. verschlossen. Aber
wenn man, oder sagen wir so, böse Zungen behaupten natürlich, wenn die irgendwo im städtischen Nebenzimmer lagern, dass hier theoretisch Manipulationsmöglichkeiten bestehen. Und wir reden hier über signifikante Größen, wie wir bei den letzten Wahlen festgestellt haben. Immer mehr Bürger machen Briefwahl. Und die ersten Hochrechnungen am Sonntagabend werden in der Regel im Laufe des Wahlabends, wenn auch mehr und mehr Briefwahlstimmen ausgezählt sind, meistens zu Ungunsten der AfD verändert. Ja. Und da, das ist schon allein eigentlich Grund, dass man sagen müsste, okay, hier wird nochmal neu drauf geguckt. Okay. Also Briefwahl ist ein ganz wichtiges Thema. Da sollte man hingehen, sollte man ein Auge drauf haben. Mich hatten Parteifreunde angerufen, die Briefwahl zum Teil beobachtet hatten, die ja behindert worden sind, die man erst gar nicht zulassen wollte, was letztendlich dazu führt, dass ich denen geraten habe, vor Ort eine Polizeistreife anzufordern, um ihnen hier ihr Recht auf Beiwohnung der Auszählung zu ermöglichen. Ja, das hat es dann auch in die Presse geschafft, aber da sind nicht alle Verantwortlichen, die diese Wahl vor Ort durchführen, so einsichtig. Also das heißt, man sollte auch die Telefonnummer der Polizei gleich mitnehmen, sagen Sie quasi. Also im Extremfall ja. Also ich habe es den Auszählern allen geraten, dass wenn es vor Ort Schwierigkeiten gibt und eine Verständigung mit dem Wahlleiter vor Ort nicht möglich ist, beziehungsweise man diese die Rechte der Wahlbeobachtung einschränken möchte, dass man dann durchaus die Polizei hinzuzieht. Und das geht in der Regel über Notruf. Schildert denen das, hören Sie zu, ich möchte Wahlbeobachtung werden, ich werde zugelassen. Ich würde Sie bitten, mir Ihren Streifenwagen zur Unterstützung zu schicken. Und dann kommt jemand, hört sich das an, guckt sich das an, die Beamten vor Ort sind natürlich im Wahlrecht überhaupt gar nicht firm, aber wenn man denen erklärt, hören Sie zu, ich habe ein Anrecht darauf, hier zu beobachten, man will mich daran hindern oder lässt mich hier nicht zu, dann ist der Fall auf jeden Fall schon mal aktenkundig. Ja? Okay, Punkt 4. Ja, das war diese Kumulierung beim bei den Wahlleitern, Landeswahlleiter, Kreiswahlleiter, dass hier keine Übermittlungsfehler passieren. Aber damit, sage ich ganz ehrlich, habe ich keine Erfahrungen, das entsprechend dort auf dieser Ebene zu beobachten und dieser Kumulierung beizuwohnen. Ich stelle mir das auch relativ schwierig vor. Da sitzt jemand am Telefon, nimmt die Ergebnisse erstmal entgegen. Da ist es schon hinderlich, wenn da jemand die ganze Zeit mit irgendwo daneben hockt, daneben sitzt. Aber deshalb ist es so wichtig, dass die Ergebnisse, die in den einzelnen Wahllokalen festgestellt worden sind und veröffentlicht werden, im Nachhinein auf der Internetseite auch kontrolliert werden, dass das stimmt. Okay, nur mal, ich will ja eigentlich vorausblicken. Was ist denn aus dieser Klage jetzt, die da läuft? Wir haben jetzt ja schon 2018, Ende 2018. Was macht das für einen Sinn noch irgendwie? Tja, es macht gegebenenfalls politischen Sinn, dass sich jetzt großartig noch was verändert. Das glaube ich persönlich nicht. Ich sage mal, dafür ist das Eisen auch nicht mehr heiß genug zum Schmieden. Die Regierung ist im Amt. Es haben inzwischen andere Kräfteverhältnisse in den Fraktionen stattgefunden. Damals hätte das Sinn gemacht. Da hatte nämlich die Laschet-Regierung nur eine Stimme Mehrheit. Die AfD hätte gegebenenfalls noch eine Stimme bekommen. Es war ja auch noch in der Diskussion, ob die FDP wegen fehlerhafter Listenaufstellungen hier noch ein Mandat verliert. Also das war alles noch hochspannend. Und da hätte sich mit Sicherheit bis hin zur Bildung der Landesregierung noch was verändern können. Ich sag mal, es ist jetzt so wie beim Bundesverfassungsgericht. Das kann Jahre dauern, wenn eine Klage eingereicht ist, bis ein Termin anberaumt wird und bis eine Entscheidung gefällt wird. Das Verfahren ist auf jeden Fall angenommen worden, nicht im Vorfeld schon abgelehnt worden. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass die Richter hier grundsätzlich ja, Gesprächsbedarf über dieses Thema sehen und das sich von vornherein als aussichtslos verwerfen. Aber ja, dass da jetzt schnell was passiert, glaube ich nicht. Ja, es gab ja auch da eine Sache mit gibt es ein Landesverfassungsgericht, ich weiß gar nicht, sind da bei NRW sehr kurzfristig, also Sie selbst sind ja jetzt im Bundestag, da gab es ja in NRW auch eine Wahl von Richtern,
wo die AfD quasi am Vorabend erst die Information erhalten hatte und dann quasi da versucht man, hat versucht, sie da auszugrenzen. Bei einer Wahl des pa Landesparlaments, bei einer Wahl von Richtern durch das Landesparlament. Ja, Was. das sind diese Richterwahlausschüsse. Da haben die verschiedenen Parteien oder Fraktionen ein Vorschlagsrecht. Und normalerweise spricht man sich dann da im Vorfeld ab. Ja, in diesem Fall ist die AfD da nicht einbezogen worden. Wobei ich persönlich grundsätzlich gegen solche Absprachen und Vorschläge bin. Ich sag mal, wir haben das Grundgerecht, das Grundgesetz, wo drin geregelt ist, dass jedes Amt im Staate grundsätzlich jedem Bürger freisteht, dass hier nach Qualifikation gehen sollte. Und ich bin kein Freund davon, dass hier gekungelt wird, dass nach politischen Parteibüchern hohe Richterämter vergeben werden. Ich wäre viel mehr dafür, dass hier ein sauberes Auswahlverfahren geschaffen wird, ein Bewerbungsverfahren, wo nicht irgendjemand vorgeschlagen wird, sondern dass sich Leute, die sich dazu berufen fühlen, Richter dort bewerben können und dann von der Kommission nach ihrer Qualifikation beurteilt und ausgewählt werden. Hat diese Richterwahl irgendwas zu tun mit dieser, mit ihrer Klage? Haben die diese Richter, die da jetzt gekungelt Nein, wurden? glaube ich nicht. Nein. Glaube ich nicht. Nein. Hätte ich vielleicht vorstellen sollen, weil es jetzt noch näher zu dem eigentlichen Thema Wahlen und Wahlbeobachtung geht. Ab wann haben Sie da Erfahrungswerte? Ab wann gilt denn eine Störung, also der Wahlbeobachtung? Weil das wäre die einzige Einschränkung. Wenn ich jetzt schon, ich muss halt mit dem Wahlleiter dann womöglich kommunizieren, wenn ich irgendetwas beobachte, was gegen die Ja, Wahl natürlich. verstößt. Wie mache ich Das denn würde ich das auch rein machen. praktisch? Dann heißt, Ich ja, Sie gehe auf den stören zu und hier sage, und hören Sie dann, mal zu. ja. Nein, also den Auszählern selber würde ich überhaupt nichts sagen. Das kann schon wieder als Störung vor Ja. Ort Ah, ausgelegt werden. ja, okay. Ich würde zum Wahlleiter hingehen und sage, hören Sie mal zu. Ich habe hier beobachtet, dass die 120 Stimmen aufgeschrieben haben. Ich habe mitgezählt, das waren 128 Stimmen. Oder hier ist ein Fehler drin. Dass man den darauf hinweist. Und ich würde dem jetzt keine Handlungsvorschläge geben, sondern einfach gucken, wie der selber darauf reagiert, ja? Okay, also Und einfach nur sagen hier, sondern das ist das, einfach das und nur, jenes ist passiert richtig, das habe ich beobachtet, und ja? das habe ich beobachtet, fertig. Richtig. Und dann muss der selber tätig werden. Und eine Behinderung liegt eigentlich nur vor, wenn der Wahlleiter sagt, hören Sie mal zu, Sie stehen hier im Weg, Sie stören, Sie reden ständig da rein, die Leute können hier nicht arbeiten, ja? Aber das ist, Geben und Nehmen, man beobachtet, darf aber nicht stören. Man wird zugelassen, man kriegt auch Einblick in alle Unterlagen, darf aber den Prozess nicht behindern, der Auszählung. Also wenn ich jetzt Wahlbeobachter bin, dann sollte ich mich tunlichst dann versuchen herauszufinden, wer der jetzt der Wahlleiter ist, an den ich nicht halten kann dann. Richtig, also das sieht in der Praxis so aus, ich gehe ins Wahllokal rein, 18 Uhr, grüße einmal freundlich, guten Tag, frage, wer ist jetzt hier der Wahlleiter vor Ort oder wer ist für die Auszählung verantwortlich? Da wird sich jemand melden oder andere auf eine Person zeigen. Zu dem geht man hin und sagt, guten Tag, mein Name ist XYZ, einfach ein Gebot der Höflichkeit. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich die Auszählung hier beobachten werde. Punkt. Auch nicht fragen, sondern einfach die Feststellung in den Raum stellen, ja? Ja. Und vielleicht auch schon verbunden mit dem Hinweis, jetzt nicht forsch, dass man den irgendwo provoziert, dass man sagt, hören Sie zu, ich gehe davon aus, dass Sie die Übermittlung der Wahlergebnisse öffentlich machen, wie das auch vorgesehen ist. Bis dahin werde ich dabei sein und dann bin ich wieder weg. Dass er genau weiß, was da passiert, dann sind die in der Regel eh alle schon ein bisschen vorsichtiger und alarmiert. Aber einfach nur bestimmt ruhig auftreten, gucken, auch nicht fragen, darf ich bei der Auszählung dabei sein? Nein, das ist ein gutes Recht. Ruhig relativ selbstsicher auftreten. Okay. Okay. Gab es irgendwelche, also jetzt für Hessen, es steht ja Hessen an und in Bayern war ja auch schon, ja, insbesondere München ist da im Fokus gewesen oder gibt es da irgendwelche Tipps jetzt oder irgendwas, irgendwelche. Ich meine, Sie haben jetzt Erfahrungen jetzt aus NRW. Gab es aus AfD Hessen irgendwelche Anfragen an Sie jetzt persönlich oder Erfahrungswerte oder lässt man das auch auf sich zukommen da und dann plötzlich ist Nein, das Thema also, groß?
die Parteifreunde sind so sensibilisiert, auch aufgrund damals unserer Pressemitteilung der Vorfälle in NRW, dass die selber hier darauf achten. Aber dass jetzt hier systematisch eine Wahlbeobachtung geplant wird, darüber bin ich nicht informiert. Ja, aber man ist sensibilisiert. Okay. Okay. Grundsätzlich ja, wobei natürlich jeder Aufruf, der Wahlbeobachtung beizuwohnen und die Ergebnisse kritisch zu überprüfen, natürlich hilfreich ist. Ja, ich selbst habe jetzt auf meinem YouTube-Kanal schon einen Aufruf getätigt, wird jetzt aber mit dem Gespräch ja auch nochmal quasi ein Aufruf implizit sein. Ja. Das ist auch Sinn und Zweck. Jetzt ist die Frage, jetzt zum Beispiel für Bayern, das war jetzt vor knapp 2 Wochen, wenn da jetzt irgendwelche, ist vielleicht ähnlich wie in NRW, wenn da irgendwelche, manche fragen sich, warum in Bayern jetzt nicht, sind sie vielleicht der falsche Ansprechpartner, aber warum da jetzt von der AfD eigentlich so relativ still ist, ist jetzt nicht ihr Land, sie sind jetzt auch Bundestagsabgeordneter, damals NRW-Kandidat, aber ich frage mich, warum ist es da so still? Also wahrscheinlich, weil zu wenig Wahlbeobachtung gemacht wurde und zu wenig Anhaltspunkte auf eine Wahlbeeinflussung oder Fehler gemacht worden sind. Oder das kann auch schon damit zusammenhängen, dass die Wahlleiter bis hin zu den Landeswahlleitern sensibilisiert sind. Denn aufgrund unserer Eingaben, die wir damals gemacht haben, hat der Landeswahlleiter NRW diese Hinweise, auch die Hinweise, dass die Bitte bei der Auswahl der entsprechenden Helfer in den Wahllokalen sehr kritisch sein sollen, dass sich hier nicht irgendwelche politisch motivierten Aktionisten einschleichen, hat der weitergegeben an den Bundeswahlleiter. Mhm. Und ich gehe davon aus, melden macht frei, dass der Bundeswahlleiter das an alle Landeswahlleiter weitergegeben hat, sodass hier auch die Landeswahlleiter nochmal sehr sensibilisiert waren, was die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl angeht. Mhm. Und deshalb von daher schon die eine oder andere Fehlerquelle ausgeschlossen wurde. Mhm. Naja, gut. Ich möchte jetzt da keine Bayernwahl-Analyse jetzt betreiben, groß. Mir liegt was ja, auf der Zunge, möchte ich jetzt nicht weiter. Ja, okay. Ja, ich war dienstlich auch unterwegs. Ich war so zur Bayernwahl überhaupt gar nicht in Deutschland und habe das nur aus der Distanz beobachtet. Und mir sind also, gut, es kann immer mal zu kleineren Fehlern, kleineren Abweichungen kommen. Das ist auch irgendwo normal. Aber sobald das Ganze systematisch wird oder eindeutig zum Nachteil einer Partei, dann besteht hier Handlungsbedarf. Und diese Verdachtsfälle, jedenfalls der gehäuften Form, sind aus Bayern nicht an mich herangetragen worden, sodass ich einen Haken dran mache und sage, jo, das Ergebnis der Bayernwahl scheint so akzeptabel zu sein. Doch, es gab jetzt nicht ausdrücklich von AfD-Seite, aber es gab Hinweis, eine konkrete Rechnung, dass Manipulationen stattfanden. Also das ja. Heißt, so wie Sie das gemacht haben, damals in der Pressekonferenz vorgetragen haben, es gibt da so einen statistischen ja. Test, Benford-Test, ich weiß nicht, ob ich es jetzt korrekt ausspreche, gibt so einen statistischen Test. Ja. Der sagt, okay, da ist sozusagen so und so viel mal ist rot, so und so viel mal ist schwarz und das müsste jeweils 50-50 sein. Und da war es halt derart daneben, dass das nicht mehr statistisch irgendwie erklärbar ist. Ja. Ja. Also da gab es durchaus Hinweise, nur das ist von Bayern, AfD Bayern nicht weiter irgendwie. Okay, wenn es hier um Anfechtungen geht oder grundsätzlich Reklamation beim Landeswahlleiter. Das kann zwar erstmal jeder Bürger machen, aber sowas hat natürlich viel mehr Schwergewicht, wenn die Partei das macht, also die Landespartei. Okay. In diesem Fall dann, wenn es zum Nachteil der AfD wäre, der Landesverband der AfD in Bayern. Was sind da die Fristen? Was sind da die Fristen jetzt quasi? Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Ja, also die Fristen mit Blick auf Hessen. Mit Blick auf Hessen. Ja, also die Frist beginnt mit der Feststellung und, das und ist ganz wichtig, der Veröffentlichung im Amtsblatt, also im Bundesanzeiger oder in offiziellen Landesveröffentlichungsblättern des Ergebnisses. Damit beginnt die Frist zu laufen und ich meine aus dem Kopf raus, ich weiß nicht, wie das in Hessen ist, da muss man ins Landeswahlgesetz Hessen gucken, beträgt, ich gehe davon aus, einen Monat.
Ein Monat. Und Also so könnte es ja, auch nee, dann in Bayern sein, zum Beispiel jetzt, aber für Hessen womöglich ein Monat, okay? ja, muss man einmal ins Landeswahlgesetz Hessen gucken. Das ist so, es gibt ja ein vorläufiges Endergebnis, dann gibt es das Endergebnis und dann wird dieses Endergebnis nochmal veröffentlicht im entsprechenden Anzeigenblatt. Und sobald das offiziell amtlich veröffentlicht worden ist, da beginnt die Frist zu laufen, nicht vorher. Sodass man da durchaus einige Wochen mehr Zeit hat. Okay, gut. Mein Blick ist erstmal auf Hessen, aber generell ist das ja ein Thema, was sehr wichtig ist. Allgemein für die Wahlen war ja da, wie Sie jetzt festgestellt haben, der Umfang ist jetzt womöglich unklar mit den 2204 Stimmen, aber da ist eine Systematik drin. Das ist mathematisch, haben Sie nachgewiesen, hat jetzt niemand Ja. nochmal nachgerechnet offensichtlich, ja, warum auch immer. Aber Sie haben da das doch einen Doktoren der Mathematik, haben Sie das nachgewiesen. Und es gibt für die Bayernwahl auch so jemand, der das nachgewiesen hat. Der Umfang der Wahlmanipulation, der Vorwurf der Manipulation ist jetzt unklar durch diesen Test, aber es ist eine absichtliche, gibt jemand, der hier das mathematisch schon für beide Wahl, also für die, auch für die Bayernwahl, gerechnet hat. Ja, also das ist Ja. durchaus vorhanden. Ein gewisser Oliver Janich hat da was veröffentlicht. Also auch so ein Verschwörungstheoretiker quasi. Okay, gut. Dann danke ich Ihnen vielmals, Herr Keuter, dass Sie sich da die Zeit genommen haben. Und ich werde das entsprechend auf meinem Kanal veröffentlichen. Danke erstmal. Prima. Ja? Gerne. Schönen Tag. Schönen Tag, vielen Dank, Herr Keuter, nochmal. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. Tschüss.